Das sind dann doch noch ein paar mehr als gedacht. Überprüft das da. Findet sie, verdammt. Ganz ruhig. Alles wird wieder gut, alles wird gut, alles wird gut. Ich nehme auf jeden Fall lieber die Machete. Aber so wie ich das sehe, fehlen jetzt auf jeden Fall 3 Stück. 1, 2 sind noch da, die patrouillieren gerade da oben lang. Ich frage mich halt wirklich, was für die kleinen Patrouillen sind, Mann. So, 2 da, 1 da. Oh Gott. Okay, mit dem direkten Schuss habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Okay. 2 Stück sind das noch. Das ist jetzt über mir, ne? So, direkt mal wieder tauschen hier. Ja, doch. Ja, das war mein erstes Mal. Heil, den nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Der andere ist nämlich leider verschwunden. Krass, was sie sich hier oben aufgebaut haben. So, bin ich jetzt vielleicht bitte ein bisschen Munition noch? Das wäre richtig geil. Muss nicht viel sein, nur so ein paar kleine Schuss. Nein. Gar nichts wahrscheinlich, ne? Nee. Nee, nee, nee. Aber. Mal kurz meine Waffen kontrollieren. Ja.
Ich habe jetzt noch einen Schuss hierfür. So, ich hoffe, ich kriege noch irgendwo ein paar Schuss her. Ja. Einen hierfür und vier für die andere Waffe, besser als gar nichts. Ist das eine Waffe? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Noch weiter nach oben? Ah ja, stimmt, Abby hat ja Höhenangst. Ah. Stimmt ja. Die hat ja Höhenangst, das habe ich ja vollkommen vergessen gerade. Oh, Kacke. Da macht sie es, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh, ho, ho, ho. Ist das ein Aufzug? Ja. Interessant, interessant. Der Kleine ist doch weiser, als ich gedacht habe. Finde ich ein guter Rat, wenn du Angst hast. Ist das von der Prophetin? Ja. Hm. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. So. Komme ich hier irgendwie hoch? Aber Sprengstoff finde ich. Dann sind einfach so 10 Mann oder so. Nicht hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev, komm mir nach. Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Nicht runtergucken. Nicht runtergucken. Einfach nicht runtergucken. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tue ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Guck einfach nicht nach unten. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Oh mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach. Ich mag den Jungen. Der ist echt cool. Oder das Mädchen. Gott sei Dank. Geschafft. Na los. Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Mhm. Oh mein Gott. Warum mache ich?
ich das? Weil ich dich dazu zwinge. Das ist ein kleines schmollendes Kind. Nein, ich mag das nicht. Geh weg. Oh, was kommt denn jetzt, ey? Ich hab ein bisschen Sorge. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Was? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ach, noch höher. Fast geschafft. Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Oh fuck! Oh fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Lev! Ich kann das nicht! Doch du kannst! Ich kann nicht! Ganz ruhig, schaffst es, schaffst es, du schaffst es! Hier bloß runter. Also, ich habe auch so an sich keine Angst vor Höhe. Aber mir wird trotzdem ganz komisch, wenn ich das sehe. Komm schon! Mir ist schwindelig! Oh mein Gott! Kacke. Ich warte nur auf die wahre Stärke. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Guck, war ich hier im Pool? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Hab Sorge? Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Kostenfilm für die Hotelgäste. Passwort. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Okay, das heißt, ich muss irgendwo ein Safe sein. Mit den. So, aufgeschrieben habe ich mir das natürlich nicht. Okay, 12, 18, 79, ne? 12, 18, 79. 12, 18, 79. 12, 18, 79. 12, 18, 79. Ich hoffe, das stimmt. So, 12, 18, 79. Jo.
Das war jetzt ja glücklicherweise nicht so kompliziert. Beiden habe ich voll. Kann ich denn da irgendwas anfertigen, dass ich das zumindest mitnehmen kann? Ja, siehst du. Müssen Teil. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Komme ich auch nicht rein? Da komme ich auch nicht rein. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Na, Kacke. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Sepp, Victor und Irina sind tot. Avril und Mellie werden vermisst. Und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht haben. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Jetzt habe ich mich davon gar nicht zu Ende umgeschaut. Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Sieht so aus, wenn ich hier unten gleich Masken brauche. Hier ist noch Munition, das gefällt mir immer noch nicht. Gefällt mir alles ganz und gar nicht. Hier kann ich so nicht runter, oder sollte ich zumindest nicht runter? Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Es ist allein zu sein, ne? Okay. Gasmaske. Dann schauen wir mal, was wir hier drinnen so finden. Haufenweise Munition und wir haben was von einem Nest gelesen. Diese Kombination ist immer hässlich. Sehr hässlich. Okay, 25% Gesundheit. Lass dich durchgehen. Schnellere Fertigung. Fertigen sie alle Gegenstände doppelt so schnell an. Ich bin... Nachdem ich das gelesen habe, für Brandmunition. Scheiße, hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Bewege mich jetzt mal auf jeden Fall viel leiser. Und werde mir mal die Armbrust zur Hilfe nehmen. Okay, hier ist soweit nichts. Ah doch, Alkohol nehme ich auf jeden Fall mit. Alkohol ist gut für Damesicin.
ganz und gar nicht gut. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist noch gar nichts. Ich bin so angespannt gerade, ne? Bin gerade so angespannt. Zum Glück haben wir noch nichts gefunden. Zum Glück haben wir noch nichts gefunden. Das sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, er braucht es nicht mehr. Da bin ich mir zu 100% sicher. Verbesserung nehme ich auf jeden Fall immer gerne. Ach, nicht die. Bitte nicht die. Oh mein Gott. Diese Dinger hasse. Diese Dinger hasse, ey. Kannst du jetzt mal sterben, bitte? Meine Güte. Oh. Wenn ich mich einmal erwischt, wäre ich, glaube ich, tot gewesen. Also auf gut Deutsch, wir haben es gerade in letzter Sekunde noch geschafft. Oh. So, wo bin ich jetzt und wo muss ich nochmal lang? Das ist der Pilzherd, sage ich jetzt mal. Das ist die Maske. Und ich glaube, da bin ich doch irgendwo hier lang. Genau hier. Oh. Ich habe was für dich. Geschafft. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Okay. Nach unten? Nein. So, meine Lieben, meine Festplatte ist so gut wie voll und ich muss den ganzen Spaß hier auch noch schneiden und braucht dafür natürlich auch noch Festplattenplatz. Deswegen
werde ich jetzt eine kleine Aufnahmepause machen und versuchen, alles so schnell wie möglich zu schneiden, hochzuladen und dann wahrscheinlich weiter aufzunehmen. Ich würde sagen, ja, das klingt nach einem Plan. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von The Last of Us Part 2. Tschüss.